Einen wunderschönen guten Abend, liebe Musikliebhaber. Heute Abend leider, hoffentlich zum letzten Mal, nur von Mensch zu Bildschirm. Aber wir hoffen, dass wir das nächste Woche anders machen können mit ein bisschen Publikum live beim Jazz beim Dulkhäusle. Wir sind der Jazz beim Dulkhäusle, aber heute zu Gast im Jazzclub in Leonberg. Wir freuen uns über diese Gastfreundschaft und wollen uns auch ganz herzlich bedanken beim Fiddy Gänger, der das möglich macht, und bei seiner Frau, die uns hier köstlich versorgt. Und wir freuen uns einfach, dass wir hier sein können und hier die tolle Technik mitnutzen können. Wir haben einige Sponsoren, die es möglich gemacht haben, dass wir das überhaupt hier machen können. Und die möchte ich einfach nennen, weil ohne diese Unterstützung wäre das leider alles gar nicht möglich. Da ist zunächst die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, da ist die Stadt Esslingen, da sind die Event-Projects, Veranstaltungstechnik, da ist die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die uns im Rahmen des Programms Neustadt Kultur einen Zuschuss hier gewährt hat. Dem Land Baden-Württemberg sind wir dankbar, dass wir über den Jazzverband die Unterstützung der Musiker bekommen, und das technische Equipment wurde von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt beigesteuert. Weiterhin werden uns noch unterstützen die Kulturgemeinschaften, ein Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen. Das wird in Zukunft noch ein bisschen aufgestockt werden, dass wir noch technisch ein bisschen an dringenden Stellen nachrüsten können. Wir haben heute eine tolle Band hier, Ruth Sabadino und Band. Und da ist zunächst der Kurt Holzkämper am Bass, der Christoph Sabadinovic am Schlagzeug, als Gast Werner Acker an der Gitarre. Und Ruth Sabadino singt und spielt Saxophon. Ganz toll, dass wir euch hier haben. Wir haben viel am Sound gefeilt. Der Sound wird heute gemacht von Fiddy Gänger. Das Licht wird heute gemacht von Fiddy Gänger. Die Bildregie wird heute gemacht von Fiddy Gänger. Die Raumklimatisierung wird heute gemacht von Fiddy Gänger. Also ganz herzlichen Dank, und wir verlieren jetzt keine Worte mehr. Wir sind bester Stimmung und hoffen, ein schönes Konzert abzuliefern hier. Und wir wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, es geht los. Wir freuen uns jedenfalls riesig, dass wir hier sein können. Natürlich hätten wir auch sehr gerne auf der grünen Wiese gespielt, vor dem Dulkhäusle. Ist immer eine ganz wunderbare Atmosphäre. Allerdings am besten mag ich das, am liebsten mag ich das, wenn es schön warm ist und dann richtig schön voll ist, wie üblich auf dem Dulkhäusle. Heute müssen wir ein bisschen frieren, vielleicht sogar ein bisschen nass werden. Von dem her sind wir ganz froh, dass wir hier im Trockenen spielen können, und man sieht und hört, wie das geht, wenn nicht jeder sein eigenes Ding fährt, sondern Leute, die die gleichen Interessen haben, sich zusammentun. Und deswegen einen riesen Dankeschön von uns erstens mal an den Live Jazz Club Esslingen und natürlich an den Jazz Club Leonberg, an Fiddy Gänger. Vielen Dank, dass wir hier heute hier spielen können, und vielen Dank, dass Sie und ihr euch zu uns geschaltet habt und dieses Livestream-Konzert mit uns erleben wollt. Wir freuen uns sehr, für euch zu spielen. Viele von euch kennen wir, und wir stellen uns vor, dass ihr jetzt alle bei uns seid. Mit dem Herzen sind wir bei euch. Listen here, die saure Gurkenzeit ist bald vorbei. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Und das hat mein Lieblingssaxophonist Eddie Harris auch schon länger gespielt und uns gesagt. Listen here, viel Spaß! Thank you.
Ja, ihr habt heute ordentlich was zu tun, wenn ihr so laut klatschen müsst. Ja, Ray Charles, ein großartiger Musiker, Komponist, Sänger, Pianist. Er hat auch Saxophon gespielt, habe ich irgendwo mal gelesen. Ganz am Anfang seiner Karriere hat er sogar Saxophon gespielt und da dachte ich, da muss ich mal genauer hingucken. Und Ray hat wirklich Glück gehabt in seinem Leben, denn er hat eine tolle Frau gefunden. Und er war so happy mit ihr, dass er ihr einen Song geschrieben hat und ganz viele positive Sachen. Zum Beispiel, jeden Morgen, wenn ich aufwache, dann kommt sie mit dem Kaffee, mit meiner Lieblingstasse ans Bett und sie ruft mich immer an, bevor ich gesagt habe, ich vermisse sie. Also ganz, ganz toll. Also mal ein richtig positiver Lieblingssong. Und da hat er ihr
dieses Lied gewidmet. Es heißt Halleluja, I love her so. Und weil ich auch viel Glück hatte im Leben, möchte ich diesen Song umbenennen. Halleluja, I love him so. Thank you.
Ja, wir wünschen uns so vieles im Leben. Zum Beispiel, dass diese Pandemie endlich vorübergeht, dass wir wieder tolle Konzerte draußen machen können, dass wir ohne uns extra in der Nase bohren zu müssen, ins Freibad können. Wir wollen endlich mal wieder ein Bier oder ein Weißweinschorle im Biergarten trinken. Und wir wollen natürlich viele tolle Konzerte beim Dulkhäusle oder beim Liveclub, Jazzclub Esslingen haben. Aber es gibt auch andere Dinge, die man sich so wünschen kann. Und es gibt eine Menge. Das hat uns Nina Simone erzählt. Give all I'm longing to give.
could live like I'm longing to live, and I wish I could do all the things that I can do, and though I'm way overdue, I'd be starting anew. Well, I wish I could be like a bird in the sky. How sweet it will be if I found out I can fly. Oh, I soar to the sun and look down at the sea. Then I sing 'cause I know, yeah, I sing 'cause I know, yes, I. Yes, I know how it feels to be free. Ja, hoffen wir, dass wir alle bald wieder ganz frei sein werden. Bis dahin halten wir alle noch tapfer durch. Und wer auch tapfer durchhalten muss, das sind die ganzen Männer zum Beispiel, die immer die ganze Woche über unterwegs sind, bei der Arbeit, ständig auf Reisen, naja, so viel zu tun zu haben. Und dann bleibt vielleicht die Frau zu Hause und der ist irgendwann mal langweilig. Ja, und das hat einer spitz bekommen, der hieß Jody. Und das hat Didi Bridgewater gesungen. Die hat nämlich auf den Song von Horace Silver einen schönen Text gemacht. Und sie sagt, tja, Jungs, Pech gehabt. Jody's gonna watch her. Und Jody geht mit ihr einfach aus. Also, zum Schluss kommt sie zu dem Schluss, dass ihr Männer eure Frauen gut behandeln sollt. Weil dann hat auch Jody keine Chance. In diesem Sinne, viel Spaß mit Jody Grind. Thank you.
ship, you are a sailor, a soldier of a marine. But Jordy's got your woman when you're not at the sea. No need to worry and to get all uptight. Jordy, she'll have you tonight. Oh, you are the fellas, just treat your woman good. God, don't be steady hidden when you're out of sight. No need to worry and to get all uptight. Johnny, treat her good tonight. No need to worry and to get all uptight. Johnny, treat her good tonight. No need to worry and to get all uptight. Johnny, treat her good tonight. Ja, aber die Liebe kann man eigentlich immer singen, nicht wahr? Da gibt es immer was, was einem einfällt. Das, ich weiß nicht, war schon die letzten 800 Jahre so. Es wird wahrscheinlich die nächsten auch so sein. Aber es ist nun mal eine never ending story. Und ganz oft ist man natürlich unglücklich verliebt. Oder man war verliebt und kommt nicht so richtig raus aus dem ganzen Sumpf. Und da gibt es ein legendäres Stück, was jeder Schlagzeuger einmal spielen will. Und das ist von Paul Simon. Ich dachte immer, das wäre ganz, ganz traurig. Und dann habe ich es aber übersetzt, den Text, und habe gemerkt, dass es eigentlich ein Strolch ist, der da diese junge Frau berät, wie sie aus dieser kaputten Beziehung rauskommt. Ich wünsche viel Spaß mit 50 Ways to Leave Your Lover. Sag dir zu mir, ich weiß eine Lösung, die ist einfach. Wenn du willst, erklär ich's dir. Ich will dir helfen, deinen Kopf nicht zu verlieren, denn es gibt 50 ways to leave your lover. Er sagt, ich misch mich ungern in dein Leben ein und hoffe sehr, du missverstehst mich nicht, sonst lass ich's lieber sein. Ich sag's nochmal, auch wenn du denkst, es sei gemein, denn es gibt 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Hör ihm nicht mehr zu, Lu. Sag ihm nicht, wo du bist, Liz. Mach nur das, was du willst, Jill. Du kannst einfach gehen. Geh da nicht mehr hin, Kim. Lass ihn nicht mehr am Arsch. Schlag einfach die Tür zu. Mach dich wieder frei. Er sagt, es tut mir weh, dich so verletzt zu sehen. Ich würde gern was für dich tun und wenn du lachst, das wäre schön. Und ja, ich sag, wie lieb von dir und würdest du mir das erklären mit den 50 ways to leave your lover. Er sagt, wollen wir nicht eine Nacht über schlafen gehen? Nimm meine Hand und morgen früh wirst du das alles anders sehen. Und er küsst mich. Und langsam kann ich ihn verstehen, was er meint mit den 50 ways. 50 ways to leave your lover. Sag nicht, wo du bist, Liz. Du kannst einfach gehen, Jay. Hör ihm nicht mehr zu, Lou. Werf ihn einfach raus. Mach nur das, was du willst, Jill. Lass ihn nicht mehr am Arsch. Schlag einfach die Tür zu und mach dich wieder frei. Thank you.
Sag ihm nicht, wo du bist, Liz. Sag ihm nicht, was du willst, Jill. Mach einfach das, was du willst. Du kannst einfach gehen. Geh da nicht mehr hin, Kim. Lass ihn nicht mehr ran. Schmeiß einfach die Tür zu und sei wieder ganz du selbst. Ways, so viele verschiedene Wege, aber viel mehr als 50, diese Zahl muss ich nennen. Haben Sie es gelesen? Bob Dylan ist 80 geworden, nicht 50, nein, er ist 80 geworden, stand neulich in der Zeitung. Und ja, Bob Dylan, einer der begnadetsten Songschreiber überhaupt. Ich weiß nicht, wie viele Songs er überhaupt geschrieben hat. Über 1000, was sagst du, Werner? Was meinst du? 700, sagt er. 700 Songs, schätzt er. Also sind es 1400. Naja, also Bob Dylan, unglaublich. Er hat so viele tolle Songs geschrieben, unvergessliche. Und ich bin über einen Song gestolpert und hätte niemals gedacht, dass das Bob Dylan ist. Und zwar war das auf der Adele 19. Und so ein junges Mädel, wie sie damals war, war ich unglaublich erstaunt, einen Song von Bob Dylan darauf zu finden. Und es ist ein wunderschönes Liebeslied. You make you feel my love. Thank you.
So, wir kommen schon fast, aber nur fast, noch nicht ganz ans Ende. Und man kennt das. Man will immer irgendwer anderes sein. Man findet sich zu dick, zu dünn, zu dumm, meistens weniger zu schlau, aber zu hässlich vielleicht auch, zu arm, zu irgendwas. Irgendwie ist man immer zu irgendwas. Und vielleicht könnte man sich ja einfach auch am Ende des Tages einmal sagen, ich bleibe genau so, wie ich bin. Und naja, so ähnlich hat das dieser Song auch gemeint. Es hat Frank Sinatra und viele andere haben es gesungen. Irgendwann ist es über den großen Teich geschwappt und Hilde Knef hat es gesungen. Wir haben es ein bisschen aktualisiert, aber auch in Deutsch. Und naja, Sie kennen das Gefühl, man kommt irgendwo rein und man fühlt sich irgendwie fehl am Platz. So ähnlich ging es ihr wahrscheinlich in der High Society. Ich bin so hungrig für eine Diät, ein wenig schüchtern, hab nie ein Tête-à-Tête. Ich stehe ratlos in jeder Winothek, ich glaub, ne Dame werd ich nie. Ich schlaf auf Partys fast immer gleich ein, trinke nur O-Saft und kenne keinen Wein. Hab gegen Playboys ne Antipathie, ich glaub, ne Dame werd ich nie. Ich frage niemals, was morgen beginnt, bin wie der Wind. Was kommt, das kommt, mich nicht verbiegen, hab zu viel Esprit. Ich glaub, ne Dame werd ich nie. Die sind mir ein Graus. Ich ess viel lieber ne Pizza zu Haus. Liebe Blue Jeans und hasse High Heels. Ich glaub, ne Dame werd ich nie. Gibt's was zu lachen, dann bin ich doch dabei. Gibt's mehr zum Heulen, dann bin ich auch so frei. Mir fehlt zum Lügen die Diplomatie. Ich glaub, ne Dame ich frage niemals, was morgen beginnt, bin wie der Wind. Was kommt, das kommt, ich bin kein Mutchen und werde nie ein Vamp. Bin keine Dame, werd wie eine Dame, ich glaub, eine Dame werd ich nie. Ich glaub, ich bleib einfach so, wie ich bin und sie auch. Ihr seid ein großartiges Publikum. Ihr auch da draußen auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt euch zahlreich zu uns geschalten. Und
dass ihr noch dieses letzte grandiose Stück mitbekommt. Denn es hat einen Titel, der Lust machen soll auf mehr. Mehr davon, mehr Konzerte. Wir freuen uns auf Live-Konzerte. Wir freuen uns auf euch, liebes Publikum. Wir freuen uns natürlich auch, wieder hier im Club spielen zu können und in Esslingen natürlich. Wir freuen uns, wenn alles wieder mehr wird. One more. Wir verabschieden uns mit diesem Stück von Werner Acker, Eigenkomposition. Und ich kann Ihnen schon mal ansagen, lieber Werner, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Du bist mein erklärter Lieblingsgitarrist. Seine Gitarre erwärmt mein Herz. Ich glaube, es ging Ihnen genauso und geht Ihnen genauso. An der Gitarre, Werner Acker. Und hier neben mir, eigentlich muss man sie immer zusammen ansagen, weil die beiden, die spielen so tight zusammen. Ich habe mal irgendwann geschrieben, da passt kein Fitzelchen dazwischen, zwischen Stick und Saite. Und so ist es auch. Sie kennen sich beide schon ewig aus dem Studium in Würzburg und haben sich nie verloren, weder in der Harmonie noch im Rhythmus und persönlich auch nicht. Ich bin froh, dass du mit uns mitspielst, lieber Kurt. Er ist viel beschäftigt. Er kam gestern erst von Wien an. Er ist, glaube ich, der Einzige, der die ganze Zeit spielt. Ich weiß nicht, wie du das machst. Also, am E-Bass heute, sonst auch Kontrabass, aber heute am E-Bass, Kurt Holzkämper. Ja, und was wäre ich ohne meine bessere Hälfte? Er ist nicht nur ein brillanter Schlagzeuger, sondern er ist auch ein Berater und ein Advisor, als ein Mitschiff-Entscheider. Er ist Fahrer, er macht die Steuererklärung, er schreibt alles Mögliche. Und außerdem ist er meine liebste Liebe, Christoph Sabarino am Schlagzeug. Nach meinen Kindern natürlich, ist ja klar, die stehen außer Konkurrenz. Ja, und wir zusammen sind Ruth Sabarino und Band featuring Werner Acker. Ich hoffe, Sie verlieren uns nicht im Netz und Sie finden uns wieder. Wir haben im Juli tatsächlich ein paar Live-Konzerte. Schauen Sie auf unsere Seite www.ruthsabarino.de und da werden wir auf jeden Fall wieder zu hören sein. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Haben Sie einen ganz tollen Sommer. Bleiben Sie dem Jazzclub und den Jazzclubs treu, egal wie sie da heißen. Wir bedanken uns nochmal ausdrücklich beim Eckhard Fischer und natürlich bei dir, Fiddy Gänger, an Licht, Ton, Technik und an der Bar auch wahrscheinlich nachher noch. Und am Corona-Test. Und man muss sagen, bei uns ist die Stimmung äußerst positiv, nicht wahr? Bleiben Sie gesund und jetzt one more. Ciao.
Schön. Das war jetzt die Probe. Ja, gut. Ja.